Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Hard News, der News-Serie rund um die Kooperation zwischen der FH Ioneum und den Special Olympics World Winter Games 2017. In der letzten Folge haben wir von Rektor Karl-Peter Pfeiffer und von Barbara Gödel-Burer erfahren, wie die Idee einer Zusammenarbeit zwischen FH und Special Olympics überhaupt entstanden ist. Ab heute wollen wir uns in jeder Folge einem Studiengang und seinem Beitrag zum Herzschlag widmen. Den Anfang macht der Studiengang Physiotherapie und dazu schalten wir jetzt zu unserer Außenreporterin Laura Reibenschuh. Der Studiengang Physiotherapie wird ja beim Healthy Athletes Program mitwirken. Was genau trägt da der Studiengang dazu bei? Wir sind vor allem für die Screenings zuständig, das heißt, wir schauen, welchen Leistungsstatus die Athleten haben und befassen uns da auch viel mit der Einteilung, in welche Gruppen die verschiedenen Athleten eingeteilt werden. Und werden dabei auch Behandlungen durchgeführt bei den Athleten? Wir sind in erster Linie dafür da, um Probleme bzw. Einschränkungen zu diagnostizieren bzw. zu finden. Die weiteren Behandlungen werden dann nicht von uns Studenten durchgeführt, aber wir schicken sie sozusagen weiter. Und was passiert, wenn jetzt eine Krankheit bei irgendeinem Athleten oder einer Athletin diagnostiziert wird? Darf der Athlet dann trotzdem bei den Special Olympics teilnehmen oder wie schaut das aus? Prinzipiell ist jeder Athlet dort natürlich willkommen und auch wenn Krankheiten diagnostiziert werden sollten, die den Patienten jetzt nicht gefährden würden bei dem Sport, den sie durchführen, dürfen sie natürlich mitmachen. Also es geht in erster Linie bei den Special Olympics um Spaß und weniger darum, wirklich zu gewinnen oder der Beste zu sein. Und wie viele Studenten sind daran beteiligt? Was ich bis jetzt so mitbekommen habe, ist der komplette Studiengang beteiligt. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, mal Patienten unter Anführungszeichen zu sehen und auch mit ihnen zu arbeiten, beziehungsweise mit fremden Menschen auch aus anderen Kulturen, was für alle, glaube ich, eine wichtige Erfahrung fürs weitere Berufsleben ist. Werden Sie sich auch dann in weiterer Folge mit diesem Thema beschäftigen, also auch nach den Special Olympics? Das denke ich schon, weil es für mich schon eine prägende Erfahrung auch in den Pre-Games jetzt schon war, dass man mit Patienten, ja, das sagt man normalerweise nicht so, wir haben eben Athleten, die eingeschränkt sind, sagen wir mal, viel zu tun hat auch, beziehungsweise ich hätte gern viel mit solchen zu tun. Und werde somit auch weiterhin bei dem Thema, glaube ich, dabei bleiben. Ja, du hast angesprochen, dass du schon bei den Pre-Games dabei warst. Welche persönlichen Erfahrungen hast du da gemacht? Ich war bei den Pre-Games bei der Gelenksmessung. Das heißt, ich habe eben geschaut, welche Bewegungseinschränkungen bzw. Bewegungsgrade die Athleten haben. Und habe da vor allem die Erfahrung gemacht, dass es sehr wichtig ist, auch auf die verschiedenen Kulturen einzugehen. Das heißt, einige wollen halt wirklich wenig angegriffen werden, zum Beispiel manche wollen wieder sehr viel angegriffen werden, beziehungsweise fühlen sich wohler, wenn man körperlichen Kontakt fördert oder fordert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man wirklich jeden Athleten für sich selbst so behandelt, als wäre er der Einzige man sollte sich auf jeden Athleten gleich konzentrieren. Das war's von meiner Seite aus dem Institut für Physiotherapie und hiermit wieder zurück zu dir ins Studio, Patrick. Vielen Dank, Laura, und vielen Dank an Sie fürs Zusehen, denn wir sind wieder am Ende von Hard News. In der nächsten Folge werden wir uns ansehen, was der Studiengang Fahrzeugtechnik zu den Special Olympics World Winter Games beitragen wird. Bis dahin, auf Wiedersehen.